Hallo, meine Lieben. Hi, hi, hi. Ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass ihr alle da seid. Ich sehe im Chat ist schon total viel los. Richtig cool. Und ich sehe auch schon, es wird über die Fahrstuhlmusik gehatet. Ja, das kann ich verstehen. Das war auch ehrlich gesagt keine Absicht. Ich wollte eigentlich in einer anderen Szene was ändern, aber ich bin noch kein Profi im Livestreaming. Aber es wird besser. Ich hoffe, dass es seit dem letzten Mal einiges an Fortschritt gegeben hat. Also sage ich euch erstmal allen Hallo. Ich sehe viele bekannte Gesichter aus den Kommentarspalten und ihr glaubt nicht, wie sehr dieser Livestream heute auf der Kippe stand. Ich sag's euch, also erstmal heute Nacht wieder nicht geschlafen. Unsere Große hat gefiebert die ganze Nacht und den ganzen Tag und ist jetzt aber okay. Also alles im Griff, hat nur noch Temperatur und Julius ist auf Absprung. Und Julius schreibt mir gerade schon wieder. Tonspur off, sagt er. Habe ich mir fast gedacht. Ich habe nämlich ein anderes Internet gerade. Okay, Tonspur off. Dann machen wir jetzt Folgendes. Ich klatsche jetzt mal und ihr sagt mir, ob der Klatscher zuerst kommt oder meine Hand sich zuerst bewegt. Okay, also wir machen das jetzt. Und dann stelle ich es nochmal um. Und los. Schreibt es mir bitte in den Chat. Ich glaube, wir haben so 10 Sekunden Verzögerung. Gleichzeitig. Perfekt. Julius, was schreibst du mir hier? Alles gut, okay. Ja gut, okay. Falls sich das noch ändert, dann sagt ihr mir einfach Bescheid. Super. Okay, dann sieht es nur der Julius verzögert. Was wollte ich eigentlich gerade erzählen? Ja, unserer Kleinen geht es jetzt wieder gut. Und dann heute Nachmittag stelle ich fest, dass sozusagen die Software, die mir hier alle meine Infos bereitstellt für den Livestream, ausgefallen ist, die war down für die ganze Welt und ich dachte mir schon so, oh, alles hat sich heute gegen mich verschworen, aber alles haben wir rechtzeitig hingekriegt. Und ich habe mir gedacht, wir machen es heute ein kleines bisschen anders als beim letzten Mal. Und zwar denke ich, dass es vielleicht ein bisschen langweilig war beim letzten Mal, dass ich nur Düfte getestet habe. Das heißt, für heute machen wir Folgendes. Ich werde euch auch wieder ein paar neue Düfte zeigen, die wir durchtesten, aber dann machen wir auch noch eine Q&A-Session. Ich erzähle euch auch, was so bald vielleicht auf diesem Kanal passieren wird. Und dann zum Schluss habe ich noch ein cooles Giveaway. Aber dazu dann später mehr. Aber ich würde sagen, es lohnt sich heute dabei zu sein. So, okay, jetzt lese ich mal kurz den Chat, ob ich hier irgendwas verpasst habe. Sieht alles gut aus. Ah ja, Erik Bauer sagt, er war beim letzten Stream nicht dabei. Ich glaube, du hast nicht so viel verpasst. Wir sind noch dabei, die Kinderkrankheiten auszutreiben. Aber so peu à peu, glaube ich, machen wir Fortschritte. Langsamer bitte. Langsamer reden. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Vielleicht rede ich ein bisschen schnell. Egal. Vielleicht fangen wir einfach an. Vielleicht fangen wir einfach an. Also. Und zwar war am Freitag, also vor 3 Tagen, war der Herbert Stricker mal wieder zu Besuch bei mir. Wir haben ein bisschen was gefilmt. Also wir haben zwei, glaube ich, ganz witzige Videos gemacht. Und als er da war, hat er mir natürlich ein paar Düfte dagelassen. Aber diesmal hauptsächlich Abfüllungen, weil es ist zwar ein Luxusproblem, aber mein Schrank platzt gerade so ein bisschen aus allen Nähten. Und zwar vertreibt der Herbert eine neue Marke. Die nennt sich Panadora und ich glaube, die schauen wir uns mal ganz kurz auf Parfumo an. Ich switche euch mal rüber. So, die sehen so ein bisschen aus wie die Penhaligon's Düfte. Also die haben so diese, kann es euch eigentlich auch zeigen, ich habe einen Flakon hier. Die sehen so aus. Also die kommen in so einem, ich sag mal, Dior-artigen Verpackung. Und die haben alle so einen Stierkopf vorne drauf. Ich hole euch den mal raus und zeige euch den mal vom Namen. Also so ein bisschen à la Penhaligon's, allerdings haben alle Düfte diesen Stier. Also die haben nicht verschiedene Tiere, sondern die haben nur hier unterschiedliche Plaketten. Aber der Stier ist sozusagen fast immer gleich, manchmal Gold, manchmal Silber. Und also die sind echt richtig heavy, richtig schwer. Und das ist eine Marke aus Schweden. Allerdings von einem eingewanderten Schweden, von einem Syrer.
Und das finde ich irgendwie total spannend, weil er sozusagen versucht, diese, sag mal, das Schwedische, den schwedischen Einfluss mit seinem syrischen, orientalischen Einfluss zu verknüpfen. Und ich habe ich Stier gesagt? Hirsch. Sorry. Sorry. Hatte ich irgendwie ein Blackout. Ein Hirsch. So. Aber der Hirsch hätte ursprünglich eigentlich ein Elch sein sollen. Also ursprünglich wollte er wohl die Marke mit einem Elch gestalten. Aber das hat sich dann irgendwie, ich glaube, also das hat er dann nicht gemacht. Aus Gründen. Ich glaube vielleicht auch, weil es nicht super elegant aussieht. Also ich finde es eigentlich schon schön, wenn da so ein Stier, so ein majestätischer, sag ich schon wieder Stier, ein Hirsch obendrauf ist, als jetzt ein Elch. Ein Elch ist irgendwie nicht so sexy. Aber okay. Gut, ich habe von denen erst einen Duft probiert und die ich jetzt da habe, also ich habe nur diesen einen Flakon. Ansonsten hat er mir so lustige kleine Abfüllerle mitgebracht. So, die schauen so aus. Genau, der Flakon erinnert ein bisschen an Lord George, aber die sehen eben alle aus wie der Lord George. Und ich habe mir gedacht, die testen wir vielleicht im ersten Schritt ein bisschen durch und dann anschließend machen wir noch ein kleines Q&A. Und jetzt gerade den Verpackung vom Hirsch elegant hinuntergeworfen. Fiska, vielen lieben Dank für deinen Super Chat. Freue ich mich. Und wie immer, ihr wisst natürlich, bei den Superchats könnt ihr Nachrichten mitschicken. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Frage hat oder so, kann er natürlich mit dem Superchat auch eine Nachricht mitschicken. Die wird dann adressiert. So, jetzt würde ich sagen, starten wir vielleicht mit den Panadoras. Oder habt ihr was dagegen? Ich schaue mal ganz kurz in den Chat. Stier, Stier, ja, wie gesagt, immer Stier. Ja, sorry. Es ist schon einigermaßen schwierig zu denken, zu planen, zu lesen, zu sprechen. Aber ich bin jetzt nicht hier, um mich bei euch auszurollen, sondern wir wollen jetzt Düfte testen. Und ich glaube, wir fangen jetzt mal an mit. Wir fangen an mit dem Aqua Deora. Das ist der hier. Ich bin heute ein bisschen besser vorbereitet. Ich habe heute die Tabs schon mal aufgemacht, bei den Düften, über die ich sprechen möchte. Ach so, scheiße, ich wollte die Noten eigentlich gar nicht anschauen. Ich habe noch nichts gesehen. Ich schaue nicht, weil ich es ja immer ganz gern mag, mir meinen ersten Eindruck blind zu machen. Okay, also ihr seht den Screen, aber ich schaue nicht hin. Aqua Deora, also Aqua Deora. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das heißt, weil. Also Ora heißt ja auf Gold oder Or, aber Dedora, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Okay. Oh, okay. Der ist schön frisch. Schön frisch, ein bisschen aromatisch. Ich kriege zittrig. Vielleicht ein bisschen Holz. Ist definitiv eher maskuliner, würde ich sagen. Also schon total Unisex, aber ich glaube, viele Leute würden sagen, geht eher in die maskuline Richtung. Und hat irgendwie, der hat noch irgend so ein Gewürz unten drin, was ich nicht gut ausmachen kann, was den aber irgendwie special macht und nicht so 0815 Zitrusholzduft. Also da ist noch viel los. Der ist sehr, da ist richtig viel los. Gucken wir mal auf die Noten. Ach, Kastanie, okay. Kiefernharz. Kiefernharz. Das kommt schön. Feige kriege ich gar nicht so sehr. Schmeckt er mir? Ich sehe hier gerade im Chat, jemand hat geschrieben, der 14er ist gut. Das ist der einzige, den ich. Nee, nicht der einzige. Ich habe zwei aus der Linie, habe ich schon gerochen. Ich fand den auch richtig toll. Aber da kommt er am Schluss. Okay, also. Grapefruit kriegt man krass, Ambroxan. Ja, wenn man es weiß schon. Kastanie, glaube ich, die muss erst kommen. Ich glaube, dafür ist jetzt noch zu viel Kopfnoten da. Kaschmiran, Sandelholz, Kiefernharz. Ja, das Kiefernharz kommt echt schön. Das Sandelholz kann ich auch erahnen. Also der gefällt mir schon mal gar nicht schlecht. Den stellen wir jetzt mal hier zur Seite. Dann haben wir als nächstes Doracima. Und das ist der, wo ich den Flakon habe. Also dann sprühen wir doch auch gleich mal den Flakon. Habe ich den Taiga schon gerochen? Der soll ähnlich sein. Ich
glaube, also ich habe vorgestern oder wann habe ich eine Lieferung gekriegt? Wenn ich mich nicht täusche, dann war der da vielleicht dabei. Das klingt jetzt total verwöhnt und snobbig, aber ich komme momentan tatsächlich nicht hinterher, mit den Paketen auszupacken. Ich muss mal nachschauen. Dora Sima ist. Oh, ist sehr blütig. Ist eher feminin, würde ich sagen, tatsächlich. Und der erinnert mich an einen Duft. An welchen? Der hat irgendwie was sehr Florales, vielleicht Tuberosiges drin. Bin ich ganz sicher. Schau mal in die Noten. Nee, keine Tuberose. Was kriege ich denn da? Krass, also die Blüten, die ich da lese, entsprechen überhaupt nicht dem Eindruck, den ich da habe. Ich muss sagen, ich kriege weder Rose, vielleicht ein bisschen Jasmin. Maiglöckchen, ja. Weilchen, aber ich hätte jetzt eine Tuberose auch vermutet. Komisch. Und der ist auf alle Fälle, zwar würde ich sagen, Tendenz feminin. Ich sehe auch gerade, den haben bisher zwei Leute und das sind beides Damen. Die ganzen, ich sag mal, kernigen Basisnoten, die da drin sind, merkt man schon, also die kommen schon durch. Man merkt, der hat eine sehr dichte Unterlage. Und ich finde den eigentlich ganz, ganz nice. Also, muss mal schauen, wie der sich entwickelt, ob der noch sehr süß wird hinten dran. Dann, das würde mir nicht so sehr gefallen. Aber jetzt der erste Eindruck ist nicht unschön. Also, echt ganz nett. Okay. Was haben wir denn als nächstes? Wir halten die uns alle mal für später nochmal, dass wir nochmal den Drydown dann auch riechen können. Mal hierher. So, so darf der kleine Hirsch hier schön, schön im Eck reinschauen. So. Okay, als nächstes haben wir den Grand Musk. Ich glaube, er heißt Grand Musk. Was sagen wir denn zu dem? Ich muss mal krass aufpassen, dass ich mir nicht hier auf den Tisch sprühe, weil der Tisch, der mag das gar nicht. Der Alkohol, der ätzt dann immer den Lack weg, das ist nicht so schön. Oh. Also, sehr musky und animalisch. Animalisch, ja. Und irgendwie udig. Hat schon jemand gerochen von euch? Ganz nice ist voll der Kai-Slang. Nee, da muss ich dich enttäuschen. Das dürfen auch andere Leute sagen, nicht nur der Kai. Mir ist letztens aufgefallen, dass ich ein Wort immer total oft sage in meinen Duftbeschreibungen. Das eine ist wunderschön, was sich ja dann auch irgendwie abnutzt. Das inflationiert sich dann ja auch. Und noch irgendein anderes Wort. Aber es ist echt, also es ist nicht so leicht, wie man denkt, immer wieder mit neuen Adjektiven zu kommen. Und ab und zu darf die Leni auch mal ganz nice sagen. So, jetzt gucken wir mal, was der drin hat. Wo ist er denn? Der Grand Musk. Also, animalischer Moschus. So. Gewürznecke, Zimt, Muskat. Ja, genau. Also ist sehr, 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 sehr würzig. Den Kardamom kriege ich auch brutal. Koriander. Der Lavendel kommt auch stark. Noch. Ich hätte jetzt tatsächlich Oud vermutet, aber es ist wohl das Guayakholz. Und ich finde, Guayakholz gibt auch immer so ein bisschen ein animalischeres Holz, ein bisschen eine feuchtere Holznote. Also jetzt nicht so trocken wie Zeder und nicht cremig wie Sandelholz, sondern schon so ein bisschen kernig irgendwie mit Substanz. Der hat schon was. Also der ist wahnsinnig fein. Das ist kein Duft, den ich tragen würde, weil ich bin nicht so der Fan von animalischem Moschus. Außer bei Miss Cravageur. Miss Cravageur ist der Wahnsinn, aber nee, der ist schon schön. Warum hat denn der so eine schlechte Bewertung? 6,8? Was geht denn hier ab? Der hat erst 6 Bewertungen, aber 6,8 ist der nicht, sage ich euch. Der ist mindestens eine 8. Und so wie der sich jetzt macht hier, glaube ich auch, dass der eine super Haltbarkeit hat und wirklich gut projiziert. Also ich glaube, das ist eine gute Adresse für Leute, die animalischen Moschus mögen.
der so ein bisschen Twist hat. Also da ist schon noch ein bisschen mehr los als nur das. Okay, den legen wir mal dahin. Dann, was haben wir als nächstes? Vielleicht schaue ich mal kurz in den Chat. Distinktiv, ja, distinktiv ist auch so ein Wort. Liebe Myria, das ist echt, ja, man hat halt so sein Vokabular, ne? So. Bitte, bitte, Dark Mode bei Parfumo ist wie ein Flashback im dunklen Wohnzimmer. Ah, okay. Jetzt weiß ich, was ihr meint. Beim letzten Mal hat auch schon mal jemand gesagt, ich soll es dunkel machen und ich habe nicht verstanden, was ihr damit meintet. Ja, mache ich bei Gelegenheit mal. Okay, dann haben wir jetzt den Imperial Wood. Bin ich auch gespannt, weil es gibt viele Düfte mit Wood, was ja auch gut zum Schweden-Thema passt. Also, was sagen wir zu dem? Also, okay, Holz, ja. Aber würzig, sehr, sehr würzig und zwar süßwürzig. Schön. Und irgendwas, was so ein bisschen bitter in die Nase zieht, aber auf eine sehr schöne Art. Also, ich muss echt sagen, bis jetzt war da noch kein schlechter Duft dabei. Und ich würde es euch sagen, wenn ich es so sehen würde. Nee, das, oh, der Typ, da ist viel los. Also, Kräuter, Süße definitiv. Die Holzigkeit. Vielleicht ein Safran. Gucken wir mal. Gucken wir uns den mal an. Oh, 8,9. Ja, genau. Also Zimt, Kakao, Vanille, Tonka im Herzen. Das macht die schöne Süße aus. Genau. Ja, das Weihrauchige kriege ich definitiv auch. Sehr schön. Was haben wir noch? Würzige Noten, Thymian. Safraline. Das habe ich ja noch nie gehört. Also, ich würde jetzt vom Namen vermuten, dass es wahrscheinlich ein künstlicher Safran ist. Ja, ist nicht schlecht getroffen, weil ich habe ihn rausgerochen. Würznelke. Oh, der gefällt mir richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Und ich denke, dass der wahrscheinlich größtenteils den Männern gefallen wird. Glaube ich. Mehr Männern als Frauen. So, wo hast du eigentlich die Duftstreifen und Karten her, fragt jemand. Die habe ich vom, vielleicht seht ihr es jetzt, FX Miller. Die Frau Miller, die ist immer so nett und gibt mir die Duftstreifen mit, weil ich die so schön finde. Also ich habe einfach mal ganz dreist gesagt, dass ich die so schön finde. So ganz so, oh, die sind aber schön. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich welche mitnehmen darf. Und jetzt habe ich die immer, weil ich die echt schick finde. Und das Coole ist auch, die sind so ein bisschen breit. Das heißt, wenn man halt dann drauf sprüht, dann bleibt auch ein bisschen was hängen. Ich habe denen übrigens gesagt, dass viele Leute von euch die gut finden und mich immer fragen, wo man die kaufen kann. Und ich habe ihr gesagt, sie soll die mal verkaufen. Aber hat sie bis jetzt noch nicht gemacht. Also, ja. Liebe Steffi, falls du zuschaust, ich glaube, das wäre eine Idee. Okay, machen wir weiter. Also von dem Duft bin ich Fan. Der gefällt mir fast mit am besten, glaube ich, bisher. Sehr schön. Imperial Wood. Dann machen wir weiter. Was haben wir denn noch? Wir haben... Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich den richtig aussprechen kann. Ich glaube, der heißt Kropp und Ciel. Who knows? Who knows? So. Okay. Oh, also, oh, ich glaube, ich werde fern der Marke. Also, okay, besonders ist der. Oh, das ist, also ich würde sagen, das ist so ein richtiger Gentleman-Duft. Der hat was sehr Frisches, Fougeriges in Anführungsstrichen. Aber nee, ist nicht hypermaskulin, aber ist eben so frisch-fougerig. Finde ich echt schön. Ich bin jetzt nicht sicher, ob da Fougere-Noten drin sind. Das sehen wir da gleich, aber. Den Vibe hat er, also so total irgendwie präsentabel ist der. Und super, in Anführungsstrichen nischig, im Sinne von überhaupt nicht gewöhnlich, ja. Ich finde schon sehr zugänglich, also mir gefällt der jetzt auf Anhieb richtig gut. Das ist keiner, wo ich immer sage, man muss sich hinein verlieben, sondern der ist schon richtig von Anfang an richtig cool. Und wir gucken uns jetzt mal an, was der drin hat.
Oh, kontrovers bewerteter Flakon. Na, da hatet aber jemand rum. ah ja, Ingwer. Ingwer, Kardamom, diese Kombi. Und Safran, ja toll. Also, was will man mehr? Was ist denn Pfriemenginster? Kennt das jemand von euch? Noch nie gehört. Ja, also, ich muss sagen, der ist auch super. Balsamtanne, wenn man es weiß, schmeckt man sie. Amber auch. Unten drin. Kann mir mal jemand von euch erklären, wieso bei dem Symbol auf Parfumo von Amber, zoom euch mal hin, dieses Symbol hier, ne? Das hier, das ist kein Amber. Das ist doch das Bild für Ambra, also das Walexkrement, wisst ihr? Ich verstehe einfach nicht, wieso die da nicht Harz reinmachen, was ja eigentlich, Amber ist ja ein Harzakkord. Und egal ob Ambra oder Amber steht, haben sie immer dieses Bild. Und das ist definitiv nicht Amber. Das ist Ombre Gris oder Ambra. Ja, okay. Ich mich hier, haben wir ein bisschen abgenördet. Hallo Chris K. Herzlich willkommen bei uns im Club. Freut mich, dass du jetzt auch Mitglied bist. Super. Okay, das war eine kleine Side-Note hier mit dem Ambra. Wenn jemand dazu von euch was weiß, dann schreibt es mal in den Chat. Das würde mich echt interessieren. Weil ich unterstelle eigentlich den Leuten, die Parfumo operieren, schon auch eine hohe Kompetenz. Deswegen wundert mich, dass sie das so machen. Okay. Super. Also, wie finde ich den? Ich finde den super geil. Finde ich auch gut. Ja, das ist halt das Würzige, ja. Die Blüten kommen noch gar nicht so stark am Anfang. Patchouli kommt allerdings sehr stark. Richtig schön. Okay, du kommst auch hier zur Seite. So, wir machen mal weiter. Ich habe hier noch... Man kommt echt mit den Namen durcheinander, weil ganz viele von diesen Düften haben ähnliche Namen. Wir haben hier Swedish Wood. So. Swedish Wood. Ah, okay, endlich. Einer mal, der mir nicht so gut gefällt. Nee, also der ist jetzt nicht schlecht, aber der Duftcharakter ist nicht so mein Geschmack. Und zwar hat der irgendwas medizinisches, kräuteriges, was mich jetzt nicht so antörnt. Ah, liebe Fabienne, herzlich willkommen. Danke, dass du Mitglied geworden bist, da freue ich mich sehr. Also ich muss sagen, der holt mich nicht ab. Der ist mir irgendwie zu bitter. Der hat gleichzeitig eine unschöne Süße für mich. Schau mal, was da drin ist. Swedish Wood. Ah. Wieso ist es so oft so, dass wenn Düfte nicht gefallen ist, sie dann eine Rose in der Herznote haben? Es ist halt echt oft so. Ah, und ja. Zypriol bin ich auch jetzt kein Fan. Genau, und der Apfel, der gibt eine Süße in der Kopfnote. Die ist irgendwie total fehl am Platz, finde ich. Also der gefällt mir gar nicht so gut. Was hat denn der für eine Bewertung? 7,9, immerhin. Aber erst 11 Leute. Okay. Ach ja, ich weiß nicht. Ich finde den nicht so toll. Der ist fein gemacht, das merkt man schon. Also Qualität, glaube ich, ist da. Aber die Kombination der Noten sagt mir irgendwie gar nichts. Okay. Dann machen wir weiter. Jetzt geht's aber ab hier, liebe Nina. Herzlich willkommen bei uns. Das ist ja toll. Übrigens, ab einem gewissen Punkt werde ich auch exklusive Livestreams nur für Mitglieder machen. Ne? Und da gibt es dann auch tendenziell viele Giveaways. Beziehungsweise heißt tendenziell, ich will jetzt nichts versprechen, was dann irgendwie nicht passiert. Aber ich werde dann schon schauen, dass die Mitglieder so ein bisschen auf ihre Kosten kommen. So. Okay. Der nächste heißt Velvet Iris, da bin ich jetzt gespannt drauf. Irgendwie, ich habe das Gefühl, jede Marke macht einen Irisduft. Also Irisduft gibt es echt überall gefühlt. So. Ja. Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ob die Marie wohl auch zusieht, ich weiß es nicht. Also... Die Marie ist eine sehr busy Frau und die Marie ist auch selbstständig, deswegen weiß ich nicht genau, ob sie auch zusieht. Ja, aber nicht schlimm, wenn nicht.
Wäre ihr nicht beleidigt. Okay, das ist eine Iris, aber eine animalische Iris. Okay, also das wirft mich gerade ein bisschen aus der Bahn. Das ist so ein Duft, habe ich noch nie gerochen. Was hast du denn drin? Also da mag ich jetzt gar nicht mutmaßen. Das schauen wir uns direkt an. Iris, dunkle Schokolade. Sieht gar nicht so. Was ist denn da das Animalische? Also Entschuldigung, ich hätte jetzt drauf gewettet, dass da Zibet drin wäre oder Bibergeil oder irgendwas ähnliches. Ja, okay. Also ich krieg die Iris. Was kriege ich denn hier? Die Minze nicht wirklich. Karamell auch nicht. Dunkle Schokolade auch nicht. Schaue ich mir überhaupt den richtigen Duft an? Vetiver ja. Moschus ja, aber keine Ahnung. Also für meine Nase haben die Noten nicht viel mit dem Duft zu tun. Super strange. Also okay, den schauen wir uns im Drydown nochmal an, weil irgendwie, weiß ich nicht, das kommt mir gerade spanisch vor hier. gut, und dann haben wir noch einen Duft. Und zwar den 16er. Ich habe vorhin gesagt 14. Aber weil jemand für euch so in den Chat geschrieben hat. Das ist der 16er, also eine römische 16. Und an dem habe ich schon mal kurz geschnuppert. Und den fand ich, glaube ich, toll. Ich bin allerdings noch nicht getragen. Ich habe ihn nur auf dem Papierstreifen gehabt bisher. Mhm, genau. Also, das ist ein süß, leicht grüner, semi-frischer Duft. Also die Kopfnote kommt etwas, ein kleines bisschen frisch, aber der hat so was, genau, der hat den starken Weihrauch. Also das ist so ein richtiger Weihrauchduft. Und das mit dem Labdanum, das gibt ihm noch so einen herben Twist irgendwie. Und Kümmel kriege ich auch. Patchouli, ja genau. Also diese Noten da in der Basis. Herznote Pflanzen, was ist das denn? Die Pflanzen. Hm. Ja, das ist eben dieses grüne Herbe. Und der hat seinen Reiz. Und ich glaube, dass der wahrscheinlich noch viel geiler wird, wenn der runtertrocknet. Also der ist tatsächlich echt richtig cool. Ich glaube allerdings, dass das so einer ist, dass der schon eher festgelegt auf bestimmte Jahreszeiten ist. Ich würde so einen jetzt nicht im Frühling oder im Sommer tragen, weil dafür ist der mir vom Mut her viel zu herbstlich, winterlich und so weiter. Also ja, die Duftpyramide ist echt interessant. Und ich mag grundsätzlich diese Noten, die dabei sind, schon. Ich bin nicht immer ein Freund von sehr starkem Labdanum. Und auch nicht immer ein Freund von Balsam, je nachdem. Aber die kommen schon krass raus. Aber der hat auch gleichzeitig ein bisschen was Erfrischendes. Also vielleicht könnte man sagen, so ein bisschen, jeder von euch, oder ich hoffe, jeder von euch hat bestimmt schon mal irgendwie eine Party im Wald mit einem Lagerfeuer gehabt, oder? Also das ist eigentlich eine Erfahrung, die würde ich jedem mal wünschen zumindest. Und das riecht für mich so ein bisschen, wie wenn das Lagerfeuer dann ausgegangen ist. Also sprich, alles runtergekokelt, die Glut glimmt vielleicht noch so ein kleines bisschen. Und man riecht sozusagen die Waldaromen, vielleicht auch so ein bisschen Kiefernadeln und so. Aber auch irgendwie den Rauch. Also er hat dann so eine Süße irgendwie, ja. Vielleicht hat man noch irgendwas gegrillt auf dem Lagerfeuer, aber ist jetzt nicht wie ein By the Fireplace, der so total lagerfeurig ist. Sondern mehr so der Wald und ein ausgegangenes Lagerfeuer. Ja, ich glaube, bei der Beschreibung bleibe ich. So, jetzt sind wir schon durch mit den Düften, zumindest mit der Kopfnote. Wir können da nachher nochmal drauf zurückkommen. Und jetzt habe ich mir gedacht, machen wir doch ein kleines Q&A. Also ich habe mir gedacht, ich muss ein bisschen mehr Interaktion mit euch machen. Beim letzten Mal war es irgendwie, gut, da war ich auch ein bisschen überfordert, aber ich fand es, die Interaktion, die ich mit euch hatte, die fand ich sehr schön und ich würde es gerne ein bisschen ausbauen. Deswegen machen wir jetzt lustige Fragerunde. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sie in den Chat schreiben
Ich werde natürlich die Superchats priorisiert beantworten, falls es welche gibt. Und genau, also falls es irgendwas gibt, was euch schon die ganze Zeit auf den Nägeln brennt, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Mal schauen, wie viele Leute haben wir denn überhaupt? 200 Leute, ja, nicht schlecht. 210, in dem Moment, als ich es gesagt habe, ist von 200 auf 210 gesprungen. So überfordert wirkst du gar nicht. Okay, das war jetzt keine Frage. Vielen Dank. Was war mein erstes Parfum? Also, das war natürlich Dior J'adore. Oh, jetzt geht's aber los. Ja, holla die Waldfee. Okay. Falls ich jetzt Fragen im Chat verpasse, dann verzeiht es mir. Ich kann, also wenn viel auf einmal kommt, dann, wenn ihr sicher gehen wollt, dass es adressiert wird, müsst ihr vielleicht einen Superchat schicken. Sonst geht's mir vielleicht durch. Ich versuche jetzt hier ein bisschen Oh Gott, also das wird jetzt gerade echt viel. Ich versuche mal jetzt mir die interessanten Sachen rauszupicken, ja? Und mich sehr kurz zu halten in meinen Antworten. Okay, also erster Duft war J'adore von Dior. Und den habe ich getragen von 14 bis circa 28 oder so. Jonas fragt, wer ist dein liebster Studiogast? Naja, da mein Göttergatte mich ja jetzt so toll unterstützt die ganze Zeit, muss ich fast sagen, Julius. Und den zweiten Platz teilen sich Herbert und Marie. Gibt es einen Duft, den du unbedingt haben möchtest, auch wenn er, der aber einfach zu teuer ist? Ja, den gibt's. Über den habe ich heute erst nachgedacht. Und zwar ist es Vol de Nuit von Guerlain, das Extré. Also ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich zeige euch den mal. Eine Sekunde. Ups. So. Und zwar, der ist so schön und ich finde halt, das Eau de Toilette und ich glaube, es gibt auch ein Eau de Parfum, die können halt null mithalten mit dem Extré. Und es hat auch noch so einen super schönen Flakon. Und ich luste dem schon wirklich über ein Jahr hinterher. Und der ist so richtig so wie ein wie Nachtflug. Ja? Der Name passt eigentlich perfekt. Wunderschön. Ja, und den habe ich immer noch nicht. Aber vielleicht bald. Okay. Was hältst du von Tuxedo YSL? Den mag ich sehr gerne. Der war auch schon mal in einem meiner Videos, wo ich gesagt habe, besser als das, was du gerade trägst. Irgendwie so hieß das Video. Und ich finde, es ist ein schöner Gentleman-Duft. Also gefällt mir sehr gut. Ist ein bisschen mehr understated und nicht so krass Beast-Mode. Hält sich aber gut und ist sehr, ja, ist ein Gentleman-Duft. So. Wo kann ich noch gebrauchte Parfums verkaufen? Auf Vinted und eBay ist das leider nicht mehr möglich. Ja, also ich habe eigentlich immer nur eine Antwort und zwar im Parfumuszug. man darf nicht einfach so, also ich weiß jetzt nicht, ob ich auf dem aktuellen Stand bin, aber man darf nicht einfach so Parfum im Zug verkaufen, wenn man noch nichts zur Community beigetragen hat. Also ihr braucht euch jetzt da nicht anmelden und dann glauben, ihr könnt alle eure Düfte verkaufen. So läuft es nicht. Ihr müsst erst ein paar Punkte sammeln und werdet dann irgendwann als Verkäufer freigeschalten. Aber wann immer ich einen Duft verkauft habe, habe ich es auch mal über eBay gemacht, aber als es noch möglich war, aber hauptsächlich über den Zug. So. Okay. Weiter geht's. Ich bin, glaube ich, super hinterher. Soll man dir Tipps geben, wenn einem was auffällt beim Stream? Wie du beispielsweise du dich nicht vom Mikro wegdrehen solltest, weil man sonst nichts versteht. Vielen Dank, Tipp angekommen. Und ja, natürlich sollte mir Feedback geben. Ich will ja, dass es für euch eine coole Erfahrung wird. Und ja, also bin ich sehr dankbar dafür. Nehme ich nicht persönlich. So, Moment. Der Chat, jedes Mal, wenn was Neues kommt, rutscht er wieder zurück. Man kann sich. Okay. Wie findest du die Düfte von Duptyque? Und kannst du dir vorstellen, das Haus in einem Video mal vorzustellen? Ja, ich finde die Düfte von Duptyque gut. Allerdings, ich muss sagen, ich glaube nicht so gut wie viele andere Leute. Also ich habe jetzt einige gerochen und ein paar gefallen mir ganz gut, aber es gibt auch welche, mit denen kann ich irgendwie gar nichts anfangen.
Und ich könnte mir schon vorstellen, das Haus mal vorzustellen. Aber irgendwie sind die von der Priorität jetzt nicht super weit oben. Hast du schon Düfte von Atelier des Sors ausprobiert? Ja, und zwar auf der Messe. Ja, ich muss allerdings sagen, die haben mich echt ein bisschen blöd angeguckt, als ich da auf deren Stand gekommen bin. Ich bin da halt so hin und habe einfach angefangen, da ein bisschen rumzutesten. Und die haben immer so geguckt, so, was macht die da, wer ist die überhaupt und so. Also, ich weiß nicht, da habe ich immer so ein bisschen auch das Problem, was ich in Parfümerien oft habe. Ich mag es immer nicht gern, wenn man mir über die Schulter schaut, wenn ich Düfte teste. Außer jetzt bei euch, das ist was anderes. Aber wenn da so ein Verkäufer hinter mir steht und dir dann so in den Nacken atmet, während du Düfte probierst, das ist nicht so. Ich teste lieber für mich in meinem Kämmerchen allein daheim und wo ich auch nicht zur Reaktion gezwungen bin dann. Ja, ich meine, das hier mit euch ist was anderes. Das ist ja für mich auch ein Abenteuer. Aber ihr wollt ja auch nicht, dass ich unbedingt was kaufe. Das ist ein kleiner Unterschied. Kaufst du deine Parfums, die zwar toll sind, aber du es eigentlich nicht mehr trägst? Ja, ich habe einige Düfte, die ich gern verkaufen würde, weil ich sie einfach nicht so trage. Wobei ich oft auch Düfte einfach behalte, damit ich sie noch in Videos verwenden kann dann für euch. Ich gebe Düfte schwer weg, weil ich mir denke, irgendwie kann ich es noch brauchen, ja, als Referenz oder im Vergleich oder auch in einem auf diesen Duft nicht Video. Aber es gibt schon einige, die ich gern verkaufen würde. Ich komme allerdings nicht dazu. Ich habe tatsächlich, klingt blöd, aber ich habe tatsächlich keine Zeit, weil so ein Verkauf, der geht ja nicht so ratzfatz, sondern du stellst es ja ein, dann bekommst du x Nachrichten, dann musst du dich auf den Preis einigen, dann manchmal springt der Käufer wieder ab und es geht dann immer ewig hin und her, bis dann mal, bis man sich dann mal einig wird und da habe ich wirklich keine Zeit dafür. Deswegen schiebe ich das immer so vor mir her und mache es dann am Endeffekt nicht. Hast du den Film Dark Knight gesehen? Welcher Duft würde zu Christian Bale passen? Also das ist jetzt eine unmögliche Frage, weil ja, ich habe Dark Knight gesehen und ich bin ein Riesenfan von Christian Bale. Ich finde, das ist einer der tollsten Schauspieler ever. Und ich kann euch nicht sagen, was für ein Duft zu ihm passt, weil der so ein Chamäleon ist. Der ist ja, also man müsste jetzt sagen, eine konkrete Rolle, ja. Als Batman meinst du wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, der ist so ein Chamäleon, der kann alles sein, ja. Und ich dementsprechend glaube ich, könnte der auch jeden Duft tragen. So, ich glaube, dann gab es gerade einen Super-Chat. Ja, vielen lieben Dank. Inicio Brand Review, wie findest du den Rehab? Also Inicio Brand Review, ja, wäre ich sofort dabei. Ich habe echt Bock drauf. Ich mag die Inicio-Düfte gern. Den Rehab mag ich sehr gern. Ich habe den ja auch. Und witzigerweise bin ich heute, manchmal schaut man so die Sachen durch, die man früher schon gemacht hat. Und ich bin über ein Video gestolpert, wo ich gesagt habe, das Video hieß irgendwie, diese Düfte trage ich nicht mehr. Und da war der Rehab mit dabei. Und es war echt witzig zu sehen, weil ich so überhaupt nicht wusste, warum der in dieser Liste ist. Ich trage Rehab, obwohl ich ihn sehr mag, von seinem Duftcharakter tatsächlich super wenig. Wann immer die Gelegenheit dazu wäre, ihn wirklich dann zu tragen, weil ich finde, das ist schon einer zum Rausgehen, dann tue ich es irgendwie nicht, weil ich mir denke, ich greife dann einfach zu einem anderen Duft. Ja, also er gewinnt irgendwie nie. Er ist immer so auf Platz 2. Er ist oft in der engeren Auswahl und dann schlussendlich entscheide ich mich immer für einen anderen Duft. Und ich weiß nicht warum. So sehr scheint er mich dann doch nicht zu thrillen. Aber ja, es gibt ja noch genügend andere tolle von Inicio. Den Side-Effekt zum Beispiel, den trage ich tatsächlich sehr viel öfter. Und Oud for Greatness auch. Ja. So. Nur schauen, ich habe so viel aufzuholen hier. Hast du eine Lieblingsband oder ein Lieblingslied? Ja, also ich mag einige Bands. Ich würde sagen, meine absolute Lieblingsband sind die Killers. Ja. Und von denen liebe ich extrem viele Lieder. Also ich mag
Neon Tiger von den Killers mag ich extrem gerne. Human auch. Spaceman auch. Also im Grunde dieses ganze Album, ich glaube Day and Age heißt es. Das war einfach ein Geniestreich. Machen dich manche Düfte melancholisch? Ja, machen sie. Also, je nachdem, was man halt erlebt hat, ja. Also, ich glaube, immer wenn man ein bestimmtes Erlebnis hat mit dem Duft, dann speichert sich das irgendwie ein. Diese Assoziation und die Gefühle, die man in dem Moment hatte, als man diesen Duft getragen hat, die sind da irgendwie fixiert. Deswegen würde ich nicht sagen, dass mich jetzt bestimmte Duftnoten melancholisch machen, sondern einfach, wenn ich mit diesem Duftcharakter schon mal was Bestimmtes erlebt habe, dann kann es sein, ja. Wobei ich nicht so viele Düfte von denen habe. Nee. Was hältst du vom Haus Stéphane Humbert Luca, weil God of Fire ist ein interessanter Duft für den Sommer? Ja, ich weiß, dass das Haus gerade total gehypt wird. Also total, ja. Ich habe das Gefühl, jeder springt da gerade drauf. Die sind ja schon wahnsinnig lang unterwegs und komischerweise hat niemand so viel über die geredet. Und jetzt reden alle drüber. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung, vielleicht hat sie Demi Rowling losgetreten. Ich glaube, die hat diesen God of Fire mal gefeatured vor kurzem. Und um die Frage zu beantworten, nein, ich habe ihn noch nicht probiert. Und ich muss auch sagen, bisher habe ich zu den Stéphane Humbert Luca Düften noch nicht so wirklich Zugang gefunden. Aber ich werde den jetzt wohl mal probieren müssen. Allein schon, damit ich weiß, wo der Hype herkommt. Iska, vielen Dank für deinen Superchat. Er fragt, welche Düfte trägt Julius am liebsten? Ja, der Julius. Julius, du kannst dich jetzt gerne mal selber im Chat rechtfertigen. Julius trägt keinen einzigen Duft. Julius hätte hier eine halbe Parfümerie, aus der er sich bedienen könnte, und doch trägt er keinen einzigen Duft. Ich habe ihm vor 100 Jahren, nee, nicht vor 100 Jahren, aber so vor 15 Jahren habe ich ihm einen Duft geschenkt, und zwar war das damals One Million von Paco Rabanne. Wir haben beide noch studiert damals und ich war bei meiner Friseurin, ich erinnere mich noch, und habe ihr gesagt, ich möchte meinem Freund gern einen Duft schenken, und dann sagt sie, ja, One Million, das ist so toll, ja, und ich bin in die Parfümerie gegangen, habe den gerochen und fand ihn auch so toll, habe ihm den Julius geschenkt und er hat ihn dann, glaube ich, so ein-, zweimal getragen. Nee, schon öfter, aber immer nur für mich und immer nur zum Ausgehen. Und ich habe ihn dann letztes Jahr mal deklattert, ja, nach irgendwie, keine Ahnung, 13 Jahren oder was. Hat auch nicht mehr gut gerochen. Und hin und wieder habe ich so Düfte, wo ich dann zum Julius gehe und sage, guck mal, wäre der nicht was für dich? Und der Julius sagt dann schon ab und zu mal, ja, riecht ganz gut, aber er trägt kein Parfum. Aber vielleicht mag er ja selber noch was dazu sagen im Chat. So. Wenn würdest du einen Duft, den du sehr magst, eingestellt worden wäre, den Dupe kaufen? Die Frage ist immer, was verstehst du unter Dupe? Also ich denke, ich definiere es jetzt mal, um die Antwort machen zu können. Ich sage, es gibt Zwillinge, also sprich Düfte, die ähnlich riechen, und es gibt Dupes, und Dupes sind für mich eigentlich immer Nachmachen und Kopien, die einen sehr viel günstigeren Preis haben. Und ich halte grundsätzlich nichts von Dupes. Also, beziehungsweise, das kann man so nicht sagen. Ich zeige zum Beispiel keine Clone-Häuser auf meinem Kanal, weil ich es irgendwie lazy finde, einfach die Arbeit von anderen Leuten zu kopieren und die dann zu einem Dumpingpreis anzubieten. Und meistens, nicht immer, aber meistens ist es ja auch so, dass diese Düfte dann nichts taugen. Und ich verurteile niemanden, der gerne Dupes trägt. Das ist ja ganz oft auch eine Budgetfrage. Aber ich zumindest möchte auf meinem Kanal keine Werbung für diese Häuser machen. Ich zeige nur Häuser, die zumindest meines Wissens nach originale Kreationen haben. Natürlich kann es da auch mal sein, dass Düfte anderen ähneln, aber ich schaue schon immer, dass die nicht nur Clones dann dabei haben. Also irgendwas Originales muss dabei sein. So, wenn wir jetzt vielleicht mal das Beispiel Flora Botanica nehmen, wo es, glaube ich, schon bestimmt irgendein Dupe von Eclat oder so, aber das würde ich dann nicht machen. Weil auch der von der Qualität nie so gut sein kann. Also das weiß ich ja schon. Ich habe schon, als mein Kanal noch ganz klein war,
sind sehr viele Klonhäuser, die Dupes gemacht haben, auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich sie nicht featuren will. Und die Düfte riechen genauso wie das Original und so weiter. Und manchmal hat es gestimmt und manchmal nicht. Aber meistens war die Qualität einfach nicht so gegeben. Ja, von der Haltbarkeit, von der Performance, von... Man merkt es dann irgendwie schon, ja. Also, um so günstig herstellen zu können, muss man viele Inhaltsstoffe, originale Inhaltsstoffe ja auch ersetzen. Und das passiert dann halt mit den billigeren Sachen. Und die billigeren Sachen sind billiger, weil sie irgendwelche Nachteile haben oder nicht so gut halten oder wie auch immer. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ich glaube, ich habe mich da jetzt gerade ein bisschen... Ja, legt nicht jedes Wort auf die Goldwaage, aber so in etwa sehe ich das. So. Welcher... So? Weiß ich gar nicht, habe ich eigentlich den Julius verpasst? Hat er noch was gesagt? Scrollen kurz. Nee, sehe ich jetzt nichts. Das heißt dann wohl kein Kommentar. Welcher Duft für Herren kommt dir als erstes in den Sinn bei diesem Satz? La Dolce Vita auf der Yacht an der französischen Riviera. Ich habe mal ein Video gemacht, das hieß Luxusdüfte oder Düfte, die irgendwie auf eine Superjacht gehören oder so. Ja, genau. Und oder Meeresdüfte oder irgendwie. Ja, ich habe auf jeden Fall mal ein ganzes Video dazu gemacht. Und da sind die alle drin. Darfst du ganz gerne reinschauen. Hast du Julius mal den Ormond Man gezeigt? Nee, habe ich nicht. Ich habe den aber da als Abfüllung und ich finde den sehr schön. Also, es ist, ja, gibt viele Düfte, die ich gut an ihm sehen würde. Welcher ist dein Favorit Louis Vuitton Herrenduft? Ich glaube, immer noch Sur la Route. Den finde ich wahnsinnig toll. Ich stehe total auf so geschnittene Grasnoten. Und das gibt es nicht oft. Es gibt vor allem nicht oft authentisch geschnittene Grasnoten. Und Julius sendet ein Superchat. Aber keine Nachricht. Mein Schatz, du musst mir kein Geld schicken. Also du kannst natürlich, aber er sagt auch nichts dazu. Na gut. Okay, wo war ich? Ja, Sur la Route. Geschnittene Grasnoten mag ich gern. Finde ich super entspannend. Ich glaube, das ist sogar in der Studie mal erwiesen worden, dass der Geruch von geschnittenem Gras total entspannend wirkt. Und ich mag den einfach gern. Ist so einer der perfektesten Sommerdüfte. So. Julius hat ein Herz geschickt. Oh. So. Welche Düfte hast du von MFK? Von MFK habe ich als Flakon Baccarat Rouge Eau de Parfum, Eau de Cette Mood Eau de Parfum, François und als Abfüllung habe ich, glaube ich, alle anderen. Ja. Und deine Meinung zu Profumum Roma? Ja, die Marke ist wahnsinnig interessant und die machen schon spannende Düfte. Ich denke, manchmal sind sie nicht sehr tragbar. Ich nehme den Acqua di Sale oft her als sozusagen dieses Beispiel für eine Nische, die nicht unbedingt sehr tragbar ist oder die schon sehr speziell ist. Ist ein super schöner Duft, aber nicht jedermanns Sache. Das ist so wirklich so für die Parfum-Fans. Ich habe das Gefühl, die ganze Marke ist so ein bisschen so. Die haben sehr spannende Düfte, aber nicht unbedingt Crowdpleaser. Ja, schauen, der Julius hat vorhin einen Screenshot geschickt. Manchmal schickt er mir wichtige Sachen, die ich verpasse. Der History Maker war letzte Woche in Bozen in der Parfümerie Thaler, auf meine Empfehlung. Wäre dann ein Vlog dort nicht mal eine coole Idee? Ja, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Also, das ist mehr so eine Organisationsfrage, wenn ich es denn hinkriege. Weil, wenn ich solche Spirenzchen mache, wenn wir unterwegs sind, das bedeutet immer, dass der Julius dann auf die Kinder schauen muss. Und der Julius ist ja auch selbstständig. Das heißt, das ist immer so eine Timing-Sache. Aber vielleicht kriege ich es ja mal hin. Die Parfümerie ist auf alle Fälle der Hammer. Also, falls ihr jemals dort seid, müsst ihr dort unbedingt in den oberen Stock gehen. Da haben sie das gute Zeug. Nicht
im Erdgeschoss. Da sind auch Düfte, aber ihr müsst unbedingt, also die haben alles. Die haben Amouage, die haben Mal, die haben Killian, die haben Creed, die haben Mise en Cire, diese Marke vom Alberto Morillas, die man quasi nirgendwo findet. Also die haben auch richtig ausgefallene, tolle Marken. Bei Radio haben sie, glaube ich, auch. Und noch so einiges mehr. So richtig ausgefallenes, cooles Zeug. Was hältst du von dem Amber Star Star Mask Set? Liebe die beiden, aber sind mir einfach zu teuer, hadere deswegen mit einem Kauf. Ja, kann ich verstehen. Ja, ich habe es mir damals gekauft, weil ich musste den Amber Star einfach haben. Aber der Herbert war ja am Freitag da und wir sind so ein bisschen durch meinen Schrank gegangen. Und dann sage ich so, Herbert, was ist los? Warum werden die beiden Düfte nicht separat auch vertrieben? Und er meinte zu mir, er hat wirklich schon oft an den Sergio Momo hingeredet, weil er das auch findet. Aber der Sergio Momo lässt sich nicht überzeugen. Und Fakt ist halt auch, dass sich die beiden Düfte im Set so gut verkaufen, dass es nicht nötig hat, die zu splitten. Ah, danke für die Empfehlung von Ambre Kanjar. Toller Duft auch im Sommer. Schreibt der Floco 1992. Ja, gerne. Das freut mich. Die Unui Nomad Düfte, die kommen grundsätzlich super bei euch an, habe ich gemerkt. Und die Marke, die ist auch richtig. Also ich glaube, ich will jetzt nichts hier unterstellen, aber ich glaube, Deutschland ist jetzt der neue Lieblingsmarkt, weil die Leute wirklich so irgendwie die Düfte so zu schätzen wissen. So. Gibt es nähe Regensburg, Umgebung, eine gute Nischenparfümerie? Ja, es gibt zwei Nischenparfümerien in Regensburg. In der Umgebung wüsste ich jetzt nicht, weil um Regensburg rum ist nicht viel. Das ist hauptsächlich Pampa und die nächste richtige Stadt ist Ingolstadt. Da, wo ich geboren bin auch. Es gibt den FX Miller am Neupfarrplatz, also direkt sozusagen gegenüber vom Dom. Und es gibt die City Parfümerie. Und die haben auch ein paar Nischenhäuser dort. So. Ah. Die MLCTHRN schreibt, neulich wegen die den Zen gekauft. So eine tolle Empfehlung, danke. Ja, das freut mich. Der Zen, ich weiß nicht, ich empfehle euch den immer. Und wirklich sehr viele Leute kaufen sich den auch, weil er so günstig ist. Und alle sind dann immer happy damit. Also das ist echt, deswegen empfehle ich ihn auch wieder so gerne, weil natürlich die Leute immer happy sind. Und eine Person hat sich mal gemeldet, nee, vielleicht auch zwei, aber zwei Max, denen er nicht gefallen hat und der Rest ist hin und weg. Hast du schon mal einmal in München, liebe Leni, schreibt der Dennis K. Was glaubst du? Ich war schon oft in München. Ich habe sogar schon in München gelebt und gearbeitet. Ich hatte in München meinen ersten richtigen Job nach dem Studium. Und ich glaube, es weiß kaum jemand, aber ich war Personalberaterin. Und mein Job war es, die Hälfte des Tages Cold Calls zu machen am Telefon, Führungskräfte in größeren Konzernen anzurufen und dann zu pitchen, dass ich ihnen Freelancer als Arbeitskräfte vermittle. Und ich sag euch, nichts bildet den Charakter mehr, als wenn man Cold Calls machen muss an Leute, die was Besseres zu tun haben, als angerufen werden von fremden Leuten, die einem irgendwas verkaufen wollen. So. Erik schreibt, die Haltbarkeit deines Turino kann sich doch sehen lassen, musste nur ausgiebig testen. Ah ja, stimmt, du warst der Giveaway-Gewinner, richtig? Mhm. Ja, genau, ich erinnere mich. Du meintest, er war am Anfang von der Haltbarkeit nicht so gut, aber revidierst deine Meinung, das finde ich gut, weil es hätte mich jetzt echt gewundert, wenn ich den so falsch eingeschätzt hätte. Okay, gut. Ich glaube, vielleicht schließen wir die Fragerunde langsam. So. Speicherst du deine Livestreams auch, liebe Leni? Ja, habe ich schon vor. Ja, also
Wollte ich das? Ich sollte eigentlich Nein sagen, weil sonst kommt keiner mehr in den Livestream. Aber ja, doch, machen wir. Ich würde sagen, jetzt machen wir Folgendes. Wir riechen jetzt noch kurz den Drydown von den Düften und dann machen wir das Giveaway. Und das wird cool. Oder soll ich euch erst zeigen, was es zu gewinnen gibt? Das machen wir. Okay. Also. Wie fange ich die Story an? Ich habe kürzlich ein Paket von Dior bekommen. Und zwar diese Dior Riviera Kollektion, diese Sommerkollektion. Und geschickt haben sie mir den Eden Rock. Das ist dieser hier. Und der kam auch in so einem wunderschönen Packaging. Die Sache ist nur die, ich habe den Eden Rock schon. Die haben mir den aus irgendeinem Grund zweimal geschickt. Und ich habe den schon eine ganze Zeit. Also das hier ist meiner, der ist auch schon angebraucht. Das hier ist der unangebrauchte neue. Und ich habe mich gefragt, was ich nur mit diesem Duft machen soll. Und dann dachte ich mir, den muss ich doch an euch verschenken. Das heißt, den gibt es nachher zu gewinnen. Das ist ein sehr schöner aquatischer Unisex-Duft. Wir können uns den mal kurz, mache ich euch richtig heiß auf den. Wir können uns den mal kurz auf Parfumo anschauen. Eden Rock. Da ist er. Okay. Also genau. Das ist so ein mineralischer Duft. Salzig, ein bisschen Jasmin, sehr edel. Citrus understated. Seekiefer, so ein perfekter Sommerduft. Aber total unisex. Also ich glaube, Männer und Frauen können den lieben. Er hat nicht eine super bombastische Haltbarkeit, aber er ist echt so ein ganz netter Duft. Ich sag mal, wenn man nicht unbedingt von jedem Menschen auf seinen Duft angesprochen werden will, sondern wenn die Leute sich still denken, oh, riecht aber angenehm, das ist der Duft, den ihr dann tragen könnt. Und ich mag den gern. So, genau, den gibt es zu gewinnen. Nachdem wir geguckt haben, was die Panadora-Düfte machen. Okay, dann fangen wir jetzt mal an mit dem Top Och, Ciel. Den fand ich ja toll vorhin. Das ist immer noch wunderschön. Immer noch wunderschön. Ah, also Safran kommt super schön raus. Ingwer, Kardamom haben sich ein bisschen zurückgenommen jetzt. Der wird weicher. Wird sehr viel weicher. Patchouli ist auch nicht mehr so stark wie am Anfang. Vanille kommt stärker. Moschus, Zeder, würde ich sagen. Also die holen den Duft so ein bisschen. Und man riecht schon noch im Hintergrund die Blüten und auch die schönen Gewürze, aber er ist jetzt super harmonisch. Also von dem bin ich ein totaler Fan. So. Tschüss, Erik. Vielen Dank fürs Dabeisein. So. Okay, dann haben wir noch den Aqua d'Odore. Also. Ah, interessant. Den fand ich am Anfang recht schön. Der ist immer noch okay, aber der hat sich jetzt nicht unbedingt, also der fällt mir jetzt nicht besser als am Anfang. Ich finde, das Ambroxan merkt man immer noch und viel stärker. Ah, History Maker, herzlich willkommen bei den Supporters. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich muss sagen, fällt mir jetzt nicht mehr so gut. Ich habe oft Probleme bei Düften, die im Drydown dann eine starke Kaschmirnote haben. Ich finde, das macht es dann oft sehr synthetisch. Also da gefällt mir die Kopfnote um einiges besser. Dann hatten wir noch Swedish Wood. Den fand ich, glaube ich, auch nicht so toll. Nee, genau, den fand ich super unharmonisch. Er wird besser. Der Apfel geht dann weg und das tut ihm echt gut. Wird holziger, aber ist jetzt von der DNA her echt nichts Besonderes. Also tausendmal gerochen gefühlt. Ja. Nee. Also auch nicht mein Favorite. Wer noch? Den habe ich schon. Ah ja, wir müssen noch hier den 16, müssen wir uns noch anschauen. Boah. Also der hat was Tolles irgendwie. Der wird noch so süß. Und man merkt auch tatsächlich dann den Koriander stark. Er ist nicht ganz so grün, kräuterig, wie er darüber kommt in den Noten. Echt,
Schön. Schon kräuterig, aber er ist nicht nur das. Er hat schon eine Süße und ich frage mich, wo die Süße herkommt, weil ich sehe keine, sehe quasi keine süßen Noten, bis auf vielleicht den Balsam. Balsamisch ist schon süß. Das ist Zypriol, ja. Also Abdamon hat auch so eine Amberwürze. Ah ja, er ist süßer, als man von den Noten her erwarten würde. Auf eine schöne Art, ja. Gefällt mir ganz gut. Dann machen wir weiter. Und der Velvet Iris, das war der, glaube ich, der mich total überrascht hat. Eieiei. Genau, bei dem habe ich gesagt, ich kriege die Noten nicht zusammen mit dem Duft, der da drin ist, und immer noch nicht. Ich sag euch, das ist animalischer Moschus für mich. Aber brutal. Also, ich weiß nicht, ich bin fast versucht, jetzt bei Parfumo hier jetzt auf die Recherche zu gehen und da animalische Noten noch mit dazu zu schreiben, weil was ist denn das sonst? Ja, und ich kriege auch nichts von Karamell und dunkler Schokolade, weiterhin nicht. Ich muss mal den Herbert fragen, was da los ist, weil er irgendwie keinen Sinn macht für mich. Also die Noten passen nicht zum Duft. Gut. Ah ja, dann kommt der Imperial Wood und ich erinnere mich, dass der mir super gefallen hat. Ist vielleicht sogar mein Favorite. Interessant, der ist gar nicht mehr so stark da. Da ist jemand in Istanbul und Baba Nishane. Welche Brands noch gut sein soll? Was bei Nishane? Dann hast du ja eigentlich schon Cream of the Crop. Hier schreibt ganz kurz. Okay. Gut. Also richtig schön. Verändert sich nicht so wahnsinnig viel. Wird halt ein bisschen mehr zusammen verwobene, aber echt richtig toll. Also der Imperial Wood ist echt mein Liebling. Ich glaube, der ist wahnsinnig vielseitig einsetzbar auch. Der ist richtig spitze. So, okay. Und dann haben wir noch den Grand Musk als letzten. Nee, nicht als letzten. Wir haben noch Duracima. Was ist denn der Grand Musk? Okay, ja, immer noch das vom Anfang. Da brauchen wir jetzt nicht viel drüber reden, ist immer noch das. Ja, ist ein schöner Duft, wenn man auf animalischen Moschus steht. Und hier, dann haben wir noch den Flakon von zuletzt. Oh wow, okay. Also, ich habe das Gefühl, die meisten Düfte von denen sind entweder Unisex oder maskulin. Der hier ist eindeutig feminin. Schön, interessant. Glaube ich nicht jedermanns Geschmack. Ist einer, den man echt testen müsste. Aber ganz cool. Okay. Irgendwann in einem späteren Video dazu mehr. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt das Giveaway. Okay. Also, wie machen wir das heute? Ich habe geschaut, es gibt auf Twitch wahnsinnig viele coole Funktionen, wie man halt so eine Giveaway-Auslosung machen kann. Und normalerweise in meinen Videos lose ich ja immer aus. Und für YouTube-Livestreaming gibt es das leider noch nicht. Aber wir machen heute keine Auslosung, wir machen heute einfach eine Competition draus. Und zwar. Ich sag halt, ich möchte den Duodorf so gern haben. Mir gefallen deine Videos sehr. Bleib so, wie du bist. Schöne Grüße. Ja, Schmeicheleien, also vielen Dank, aber Schmeicheleien bringen euch leider nicht weiter. Es läuft so, ihr müsst eine Frage beantworten. Und zwar werde ich euch eine Frage stellen und die Person, die als erstes die richtige Antwort korrekt geschrieben, also es darf kein Typo drin sein, in den Chat schreibt, gewinnt den Eden Rock. Ja? Und es ist eine Frage, wo eindeutig die Leute einen Vorteil haben werden, die schon Videos von mir gesehen haben. Es ist nämlich eine Info, die ich so hin und wieder mal einfließen lasse. Und die man aber nicht googeln oder nachschauen kann. Das heißt, es ist jetzt sozusagen ein Giveaway für die richtigen Fans, ja? Okay, seid ihr bereit? Diese Stierköpfe sind schon nice. Hört jetzt bitte auf, mich zu verarschen hier. Ich vorhin wieder Stier gesagt, ne?
So, nee, ihr schreibt nicht Herbert in den Chat. Wir sind hier nicht bei Maggi Bauer. Ihr müsst hier richtig arbeiten für das Giveaway. Ich formuliere jetzt gleich die Frage. Und dann, in dem Moment, wo ich die Frage gesagt habe, ist der Chat offen. Wer dann als erstes, und wir sehen im Chat, wer erster war, die richtige Antwort reinschreibt, gewinnt. Okay? Seid ihr bereit? Möchte ich eigentlich so ein Trommelwirbel-Sound. Okay. Also die Frage ist, wer ist mein Lieblingsparfümeur bzw. Lieblingsparfümeurin? Und es gibt eine richtige Antwort. Und go. Rodriguez, J.Lo, Serjoff, ist kein Parfümeur. Ich meine wirklich die Person, ja? Den Parfümeur. Dominique Rupions falsch, Hückschan falsch, Morias falsch. Daniela André, da haben wir es. Frau Vogel. Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade den Eden Rock gewonnen. Ja, Daniela André ist die Parfümeurin von Angélique Noir. Und auch von Prada Luna Rossa Black und noch von einigen Prada-Düften. Ich liebe fast alles, was diese Frau anfasst. Und sie hat wahnsinnig viel Talent. Okay, Frau Vogel, du schreibst mir bitte ganz, ganz geschwind eine E-Mail an hello@lenisense.com mit deiner Adresse. Und dann, irgendwie kommt mir der User bekannt vor. Kann es sein, dass du schon mal ein Giveaway gewonnen hast? Das kommt mir total bekannt vor. Schreib mal rein, Frau Vogel, ob du schon mal was gewonnen hast. Das wäre jetzt natürlich krass. Ich scroll gerade schon im Chat hoch. Das war leider zu spät. Das auch. Aber einige von euch wussten es tatsächlich. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, cool, okay. Aber das war ja nicht das letzte Giveaway, also bei weitem nicht. Und ich hoffe ja auch, dass ihr nochmal in einem Livestream wieder dabei kommt. Nicht nur für die Giveaways, aber ich glaube, es schadet nicht, wenn man ab und zu mal was verschenkt und mal ein bisschen was zurückgibt. Ich meine, wenn die mir auch zweimal denselben Duft schicken, was soll ich dann machen? Ne? Dann muss ich ihn verschenken. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch eine ganz, 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 ganz tolle Nacht. Ich glaube, man kann schon sagen Nacht. Abend. Eine tolle Woche. Und wir sehen uns dann mit einem neuen Video in 4 Tagen. Und, und ja, ich freue mich auf euch. Und wir sehen uns dann so in circa 2 Wochen, wahrscheinlich so in exakt 16 Tagen, zum nächsten Livestream, wenn ich wieder aus Südtirol zurück bin. Und es schreibt noch kurz ein Foto. Das schauen wir uns noch kurz an. Ja, da ich deine Videos suchte, ja, es lohnt sich, es zahlt sich aus, meine Videos zu suchten. Und ja, dann macht's gut. Ich, wie gesagt, ich wünsche euch das Beste und ich freue mich, dass ihr da wart und wir sehen uns ganz bald.